Was mit Tanja geschah, als sie diese drei Outfit-Tipps zu ihrem Fischteilkleid von uns bekommen hat, verrate ich euch gleich. Doch zuvor der Hinweis: in den Video-Infos und in der Beschreibung verraten wir euch, wie Tanja dieses Outfit bis zu 87% günstiger erhalten hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Tanja hat uns gebeten, für sie ein Fischteilkleid herauszusuchen mit den passenden Accessoires. Und wie ihr seht, haben wir hier ein Kleid herausgesucht, was genau zu ihr passt. Dieses Fischteil ist leicht dezent, aber schön verspielt mit den Raffungen. Und diese Knopfleiste, die sich an Bein und Taille hochziehen, ist unterstützend für die Figur, weil es auf einer Seite ein bisschen die Figur zieht und es schlanker macht und die Taille hier oben rum und das Becken schön herausformt, damit ihr eine richtig leckere, frauliche Figur bekommt. Und damit habt ihr unten am Rockteil schon mal was richtig Schickes. Und im oberen Teil, wo die Arme leicht mit einem ganz kleinen Armansatz abgedeckt werden und diesen wunderschönen U-Boot-Ausschnitt, diesen schwarzen Kragen unterstützt, dann habt ihr ein Kleid, was ihr wirklich lieben werdet. Denn mit diesem schönen Schwarz-Grau-Kontrast ist es auf einer Seite ein bisschen schlicht. Man kann es zu sehr vielen Anlässen anziehen, aber auf der anderen Seite spiegelt das doch wieder ein bisschen was Verspieltes, heimlich, was Geheimnisvolles rüber. Also mit diesem Kleid, verspreche ich euch, werdet ihr ein bisschen dieser Hingucker sein, aber auch nicht zu pompös. Und genau das hat Tanja gesucht, aber sie hat natürlich noch die Accessoires dazu gewünscht und die kommen gleich. Zuvor aber noch der Hinweis: wenn ihr euch jetzt fragt, was das Kleid kostet, dann schaut jetzt einfach mal hier, denn ihr werdet wirklich verblüfft sein, was und wie günstig so ein Kleid sein kann. Und jetzt kommen wir zu den Accessoires, denn erst die Accessoires bilden ein Fischteilkleid zu dem heraus, wie und was es eigentlich sein kann. Und dazu empfehle ich euch diese wunderschönen Sandalen in Silber gehalten, damit sich das widerspiegelt im Kleid und euer Fuß schön herauskommt. Tanja hat extra gesagt, nichts so hohes, weil sie sehr viel unterwegs sein will damit und wahrscheinlich auch Sightseeing und Co. Deswegen ein relativ flacher Sandale hier. Und dadurch, dass er offen gehalten ist, bekommt sie oder ihr einen wunderschönen Fuß. Die Beine werden dadurch richtig schön unterstützt. Und dass dieser Kontrast zwischen diesem Silber-Schwarz-Grau da ist, wird dieses Fischteil perfekt rausgebildet. Und wenn es euch interessiert, den Preis erfahrt ihr jetzt hier, denn auch diese Sandale habe ich darauf geachtet, dass es nicht der Mega-Preis ist, sondern der Hammer-Special-Sale-Preis. Schaut ihn euch jetzt an. Was jetzt dazu kommt, ist eigentlich was Schlichtes, aber müsst ihr einfach zu haben. Denn zu diesem Kleid eine Umhängetasche von Joop in einem ganz schlichten Schwarz mit einer Retro-Schnalle zum Umhängen reicht komplett. Sie ist eine Mini-Bag, reicht, um das Nötigste mitzuführen, und wertet das Kleid auf, weil es ist nicht eine zu große Handtasche, die das quasi das Kleid verschluckt, sondern nur als kleines Accessoire. Und durch diesen Schwarzkontrast zu diesem Grau hebt das Ganze quasi nochmal hervor. Nicht die Tasche, sondern das Kleid und eure Figur. Und damit habt ihr wirklich schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht, um das perfekte Outfit zu haben. Wenn ihr die Tasche noch von innen sehen wollt und den Preis, keine Angst, schaut jetzt hier und ihr werdet euch darüber wirklich sehr, sehr freuen, denn ich habe da wirklich was Schickes rausgesucht für euch. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den i-Pünktchen, denn die dürfen nicht fehlen und das heißt Schmuck. Aber jetzt nicht ping, ping, bling, bling und pompös, sondern relativ schlicht wie das Kleid, aber im Komplettoutfit perfekt aufeinander abgestimmt. Und somit empfehle ich euch diese einfachen, schlichten Ohrringe, die aber im Detail wieder sehr verspielt sind, wo sich das Silber aus den Pumps in den Ohrringen widerspiegelt und diese schwarzen Perlen, also Kristalle könnte man fast sagen, von den Knöpfen und den Kontrasten im Kleid auch wieder eine Symbiose ergibt, die das Ganze abrunden und euch wunderschön dastehen lassen. Dazu natürlich noch eine Hochsteckfrisur empfehle ich euch da, und ihr seid herrlich anzuschauen. Und jetzt, wie versprochen, habe ich noch diese Überraschung für euch. Denn wenn ihr wie Tanja so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen.
Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier auf mein Logo einfach abonnieren, bei YouTube einfach auf Abonnieren drücken, bei Facebook und Twitter folgen und werdet in Zukunft, wie gesagt, so ein wunderschönes Outfit nicht verpassen. Und ganz wichtig, die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?